toll. Das kann ich jetzt wegschmeißen. Tongefäße, Vasen und Becher gingen in der Antike schon zahlreich zu Bruch. Hier kam den Scherben allerdings oftmals noch eine Bedeutung zu, denn nicht selten wurden sie als Beschreibstoff genutzt. Ob als Einkaufslisten oder Notizzettel, Tonscherben waren billiges und gern genutztes Schreibmaterial. Scherben bringen Glück, möchte man da meinen. Doch in der Antike verhießen Tonscherben nicht für alle Menschen Gutes. Um das Jahr 486 vor Christus setzte Themistokles, ein Staatsmann und Feldherr in Athen, Verfassungsänderungen durch. Ziel dieser Änderungen war es, die Macht der höchsten Beamten und führenden Männer zu verringern. Themistokles wurde damit zu einem Wegbegleiter der Demokratie in Attika, dem Gebiet um Athen. Die Verfassungsänderungen räumten insbesondere der Volksversammlung starke Rechte ein. Einmal im Jahr konnte durch die Volksversammlung nun ein Ostrakismus beschlossen werden, zu Deutsch ein Scherbengericht. Es wurde der Überlieferung zufolge von einem Mann namens Kleisthenes erfunden und war wohl schon einige Jahrzehnte älter als die Verfassungsänderungen des Themistokles. Der Ostrakismus diente dazu, bedeutende Männer zu verbannen, deren Ansehen rasch wuchs und die somit allmählich zu einer Bedrohung für die Freiheit des Volkes werden konnten. Einmal im Jahr stimmte die Volksversammlung darüber ab, ob sie ein Scherbengericht für notwendig hielt. War dies der Fall, kam es einige Zeit später zu einer zweiten Abstimmung. Potenzielle Kandidatenlisten gab es nicht. Jeder Bürger der Volksversammlung schrieb den Namen des Mannes, den er verbannen wollte, auf eine Tonscherbe. Hatten mindestens 6000 Männer ihre Stimme abgegeben, wurde der Kandidat mit den meisten Stimmen verbannt. Er musste für 10 Jahre die Polis, also den Stadtstaat, verlassen, verlor jedoch weder seine Ehre noch sein Vermögen. Es gibt auch Berichte, denen zufolge ein einzelner Kandidat 6000 Stimmen aufweisen musste, um verbannt zu werden. Diese gelten in der heutigen Forschung aber als unwahrscheinlich. Ein zuverlässiges Mittel, um Tyrannen zu verhindern, war der Ostrakismus definitiv nicht. Schnell wurde er missbraucht, um das Volk aufzuwiegeln und politische Rivalitäten zwischen führenden Männern auszutragen. Der direkte Gerichtsprozess gegen einzelne Männer stellte somit ein ausgewogeneres Verfahren dar. Über 10.000 Scherben, die von Ostrakismen zeugen, sind mittlerweile gefunden worden. Tatsächlich wurden in der Zeit zwischen 487 und 415 vor Christus etwa 13 Männer in die Verbannung geschickt. Das Sprichwort Scherben bringen Glück hätte im 5. Jahrhundert vor Christus also zumindest bei einigen Menschen für große Verwunderung gesorgt. Wenn ihr euch noch ansehen wollt, wie Tonscherben bei den Babyloniern als Beschreibmaterial genutzt wurden und wie sich die Geschichte der Beschreibstoffe fortentwickelt hat, haben wir oben in der Infocard für euch noch ein weiteres Video verlinkt.